Na, Knochen drin. Das Spiel ist schon ein bisschen makaber. Nur ein bisschen. Noch ein Schmetterling. Motte. Ja, noch bitte eine Motte. Honig, hier gibt's Stein. Kaufst du eigentlich was? Oh, du verkaufst Bienen und Honig. Aha. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. So. Kaufen wir mal wieder Saatgut. Handeln. Toll. Kauft nichts von mir, aber ich von ihm. Ganz so viel habe ich nicht. Ich wohl die Bestattungsurkunden kaufen. Da unten gibt's Kohle. Das ist der Platz, wo ich gar nicht hinkomme, ne? Da unten komme ich noch gar nicht hin. Das dauert noch voll lang, bis ich da überhaupt hinkomme. Echt einige Sachen, die noch nicht hinkommen. Halt beim Fluss, die oberen Sachen sind noch gar nicht aufgedeckt. Halt beim Fluss, Wald beim Fluss, auf beiden Seiten. Und da ist der große Baum. Ach, herrje, herrje, herrje. Also, wir holen die Bestattungsurkunden, verkaufen die für Geld. Kaufen mehr Saatgut. Jetzt habe ich ja schließlich... Hätte... Oh, wow. Mann. Hätte davon viel gebraucht. Doch gar nicht. Rübenkohl, Karotten. Rübenkohl, Karotten. 12, 12, 12. Haben wir genug? Nee. Brauch mehr Kohl. Viel mehr Kohl. Nur alles so funktionieren würde, wie man das wollte, dann wäre das einfacher. Aber wenn es zu einfach wäre, wäre es ja auch nicht mehr so toll, ne? Nee, ich nehme alle raus. Sonst renne ich sonst noch dreimal. So wie ich mich kenne, renne ich dann nur dreimal. Um eine einzige Sache anzupflanzen. Ändert es eigentlich was, wenn ich das hier nochmal mache?
Über zwar weniger, aber ändern tut sich nicht viel. So. Das und dann Gefäße. Injektion, Laugeninjektion und Leichenhallenregal, Ruhestättengebet, ein Balsamiertisch. Das hier ist das nächste, was wir brauchen: Hirn, Herz, Innereien. Sachen zu kennen. Es gibt definitiv unglaublich viel zu tun. Ich fühle mich so erfrischt. Schön, erfrischt sein ist doch toll. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Holz da haben. Ziemlich wenig Holz da. So. Dieser Esel jetzt streiken muss. Jetzt, wo ich noch kein Öl herstellen kann. Genau jetzt. Der Esel. Kann ich eh nicht verkaufen eigentlich. Die Sachen jetzt mal hier rüber. Und das hier nehme ich die Sachen, die ich verkaufe. Pilze. Gar nicht. Darf ich gibt. Richtiges gebratenes Fleisch verkauft. Wasser muss ich kurz holen. Ich glaube, wenn ich Brot aus dem Mehl mache, dann bringt es mir nochmal viel, viel mehr. Hätte ich nicht 3 Eimer? Jetzt sind 60. Gepäckteig, dafür brauche ich noch Milch und Eier.
Sauerkraut, Sandwich. Guck mal, Beerensaft. Das können wir zum Beispiel schon mal machen. Muss mal gucken, dass ich halt Geld verdiene. Oh. Keramikurne. Muss gucken, dass ich Sachen, die ich habe, zu Geld mache. Und 30 Brote. Steht nur 18. Erst steht 36 dran und dann steht nur noch 18 dran. Jo. Why not? Mal kam 4-mal Saatgut raus. Okay. Es ist doch gut, wenn da gleich 4-mal Saatgut rauskommt. Kann man die jetzt direkt wieder machen? Jo. Geht so langsam ein bisschen voran. Da. Wo bleiben nur meine Worte? Jetzt brauche ich wieder blaue Punkte. Das heißt, ich muss Sachen wieder erforschen. Honig und grünem Schleim und aus Beerensaft und grünem Schleim bekomme ich Wackelpudding. Ah. Okay, noch mehr, was sich lohnt. Und Dinge, die ich rausnehmen muss, weil ich keinen Platz mehr habe. Die müssen hier raus. Ich habe keinen Platz hier drin. Auch raus. Muss raus. Wasser kann hier bleiben. Holz. Und das Fleisch. Das sind wichtige Dinge. So. Muss immer alles gut sortiert sein. So. Ich will doch nur Motten haben. So. Eine Motte. Brauch, glaube ich, mehrere Motten. Schau, schau, schau. Wo steht's, steht's, steht's? 6 Motten brauchen wir.
Heißt, ich esse eine Kleinigkeit. Minuten. Hallo Brot. Sorry, war kurz weg. Hatte ich dich wegen Mod gefragt? Kein Bedarf? Ja, du hattest mich gefragt. Ich war auch am Überlegen, aber nicht böse nehmen. Lass mir noch ein bisschen Zeit, um dich näher kennenzulernen. Und dann kann man nochmal drüber reden. Ist immer, ich finde es ziemlich wichtig, wenn man sich schon eine Weile kennt und dann solche Aufgaben füreinander übernimmt und nicht jetzt direkt, weißt du, so zack, bin da, jetzt will ich Mod sein, ne? Ich denke mal, du verstehst es. Ist ja schließlich, ein Mod braucht ja bestimmte Befugnisse, um auf dem Kanal agieren zu können. Und da ist es halt dann doch besser, wenn man jemanden hat, der auch, ja, dem man vertrauen kann. Nein, ja, ich sehe das auch als lieb gemeint an. Ich würde mich sehr freuen, weil im Moment habe ich nur meinen lieben Flo. Und der liebe Flo hat halt auch nicht so viel Zeit. Verstehe ich auch. Der Kerl hat so viel um die Ohren derzeit. Wir reden mit der Zeit auf jeden Fall nochmal drüber, wenn du das möchtest. So. Heute ist der männlichste aller Tage. Donnerstag wahrscheinlich. Nein, Freitag. Freitag, wenn der Mond der Samstag ist und der heilige Tag, also die Sonne, der Sonntag ist, dann müsste Freitag sein. Dieses Rumrätseln, welcher Tag eigentlich ist. Und es steht halt auch nie dran, wie der Tag wirklich heißt, sondern immer nur weiterhin diese Zeichen. Fünf Motten, wir haben fünf Motten. Brauchen wir fünf? Ich sag, dass fünf reichen. Nein, sechs. Das war so klar. Das war so klar. Dass ich exakt eine mehr brauche. Kriegt ihr halt mehr nachts. So. Okay. Wir gucken jetzt mal, ob wir das gebratene Fleisch und das Brot schon mal verkauft bekommen. Die anderen Sachen heben wir erstmal noch auf. Ich warte. Eigentlich mag ich das schon wieder an dir. Im Prinzip habe ich es nichts anders gemacht. Ja. Ja, das ist, es ist eigentlich immer gut, wenn man sich wenn man das so nennen, ähnlich ist. Und, einander versteht. Das ist eh immer das Wichtigste. Ob als Mod das sein oder in der Bekanntschaft, ist es immer am besten. Funktioniert halt einfach am besten, wenn der eine den anderen versteht und nachvollziehen kann. So, jetzt erforschen wir die Sachen noch. Endlich brauche ich nicht allzu viel Glaube, um die Dinge hier zu erforschen. Ja, natürlich, dafür brauche ich wieder Glaube. Dafür auch. Oh, dafür brauche ich noch eine Anleitung für den Schlüssel. Ich muss den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen.